Leute, das, was jetzt folgt, ist ein Horror-Mythen-RP, also das ist ein Roleplay. Ne? Wir machen ja Mythen bei uns, aber das ist natürlich ein Roleplay jetzt, ne? Weil ich dachte, hey, man kann vielleicht auch so Horror-Mythen ganz cool verbinden mit Roleplay. Und das wird heute im Video stattfinden, also keine Sorge, also all die Mythen sind natürlich falsch, ne? Wisst ihr natürlich, aber das ist ein Roleplay. So, und viel Spaß damit oder viel gruselig Spaß damit. Yo, was läuft? Leute! Ja, heute mal was anderes. Also, ich möchte heute 3 Mythen um 3 Uhr nachts prüfen und ich mache das alleine, weil, ja, Danja das alleine beziehungsweise nicht machen wollte mit mir, einfach weil sie ein bisschen Angst hat und dementsprechend möchte ich heute 3 Mythen mit euch klären und zwar geht es heute um, ja, Mythen um 3 Uhr nachts in Brookhaven, die man eigentlich nicht machen sollte, also so scary Mythen sind das und es sind 3 an der Zahl. Es geht einmal um ein Haus, um das Halloween-Haus. Es geht einmal um eine Person im Diner. Und dann geht es um einen Mythos, ja, im Raum über dem Starbrooks um 3 Uhr nachts. Das möchten wir heute nochmal testen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, das zu machen. Auf jeden Fall machen wir das heute. Ich bin jetzt auf dem Privatserver. Ich habe auch extra die Zeit angehalten. Ne? Es ist jetzt 3 Uhr nachts, also 3 Uhr 2, aber es ist in der 3 Stunde. So, und ich möchte jetzt einfach mal, ja, gucken. Ich hole mir am besten mal ein Auto. Also, ich mache mich jetzt erstmal auf die Suche nach einem Halloween-Haus, okay? Ich mache mich jetzt erstmal auf die Suche nach einem Halloween-Haus und möchte mal gucken, ob dieser Mythos wahr ist. Und es geht um das gruseligste, ja, Halloween-Haus jemals und, oh Gott. Warum steht da auf dem privaten Server ein Haus? Warum? Ich möchte da nicht rein. Oh Mann, ich möchte hier nicht rein. Hallo? 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 Hallo! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Hallo! Hier wohne ich mit meinen Schwestern! Kannst du mir sagen, wie du auf meinen Privatserver kommst? Also. Es ist 3 Uhr nachts! Lass mich bitte in Ruhe! Oh Gott, lass mich bitte in Ruhe. Oh, ich kann mich hier, glaube ich, nur im geheimen Raum verstecken. Leute, also, wir sind um 3 Uhr nachts in diesem Halloween-Haus. Und dieser Mythos scheint wahr zu sein, dass also eine verrückte Frau hier in diesem Haus wohnt und dich angreift. Und, oh Gott, ist sie alleine oder mit den Schwestern? Und als wäre es nicht schon creepy genug, dann gibt es noch diesen Geist hier. Oh, hallo? Kannst du mich vielleicht in Ruhe lassen? Wo bist du? Oh, man wird einfach hier verfolgt von dieser Frau. Oh, eigentlich möchte ich hier nicht bleiben, aber dieser Mythos scheint wahr zu sein. Es gibt eine verrückte Frau hier in Brookhaven, die dich verfolgt um 3 Uhr nachts. Hallo, ich wollte dich eigentlich nur besuchen. Besuchen? Ja, also kannst du vielleicht, also vielleicht ohne Angst? Mich kann man nicht nur besuchen. Bei mir zieht man ein, dauerhaft. Kann ich jetzt bitte wieder raus? Versuch es doch. Siehst du? Das schaffe ich. Siehst du das? Ich kann einfach raus. Ja, also okay. Also der Mythos scheint auf jeden Fall wahr zu sein, dass eine verrückte Frau dich hier in diesem Halloween-Haus verfolgt um 3 Uhr nachts. Also mach das lieber nicht. Gut, gehen wir mal rüber zu Mythos Nummer 2. Das ist im Diner. Soll es eine Person geben, die verrückte Geschichten erzählt und da bin ich mal gespannt. Also ich hoffe, dass dieser Mythos jetzt falsch ist, bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute. Weil sowas wie gerade möchte ich eigentlich nicht haben. Also, oh ja, ich sehe schon jemanden. Was macht ihr denn alle auf meinem privaten Server heute? Hey Mann. Hallo. Bist du hier, um die Brookhaven Secrets zu erfahren, die niemand hören will? Ja. Ey. Warum hast du keinen Zombie-Abwehrtrank dabei? Was für ein Zombie-Abwehrtrank? Das ist super gefährlich. Was meinst du damit? Das ist super gefährlich. Wir dürfen nicht so laut reden. Ja, okay, aber wieso denn nicht? Wieso müssen wir denn jetzt flüstern? Hör zu, ich erzähl dir das jetzt. Aber du hast das nicht von mir, okay? Okay, ich hab's nicht von dir, okay. Ja? Die Zombie-Apokalypse ist nicht mehr weit. Nicht mehr weiß. Überhaupt nicht mehr weiß. Aber woher weißt du das? Du
brauchst dringend einen Zombie-Abwehrtrank, Junge. Wirklich. Ja, okay, aber woher weißt du das? Hat was die Agency damit zu tun? Hat das Krankenhaus was damit zu tun? Weil sie hat mit allem hier zu tun. Mit allem. Hast du früher bei der Agency gearbeitet? Die Agency hat mein ganzes Leben zerstört. Ich wollte es allen erzählen. Okay, aber niemand hat mir geglaubt. Okay. Bei dem Krankenhaus. Das war kein Krankenhaus. Wie es die Agency und der Bürgermeister und alle anderen Quatschköpfe hier erzählen. Okay. Bei dem Krankenhaus wurden Zombies gezüchtet. Zombies. Okay, alles klar. Alles klar, das ist mir creepy genug. Wo bekomme ich denn den Zombie-Abwehrtrank her? Die Zombie-Apokalypse ist nicht mehr weit. Ja, aber wo bekomme ich denn diesen Trank jetzt her? Hol dir deinen Zombie-Abwehrtrank. Hol ihn dir. Aber wo bekomme ich ihn denn her? Dafür musst du in der Agency einbrechen. Aber nicht super. In der Agency, die du kennst, sondern in dem Agency-Bereich über dem Krankenhaus. Und dort kannst du den Trank holen, den mussten wir früher mal trinken. Wirklich, Mann, ich sag's dir. Alles klar. Das ist sonst echt gefährlich hier. Ja, sonst irgendwas, was ich wissen muss? Um 3 Uhr nachts. Geh bloß nicht in das Horrorhaus da oben, da sind schon 4, 5 Leute einfach verloren gegangen. War ich schon, ja. Okay, alles klar. Okay, gut zu wissen, danke. Pass auf, wenn du dir den Trank holst. Ja, okay. Leute. Also, ich bin ganz ehrlich, ne? Was sind das denn für creepy Mythen hier um 3 Uhr nachts? Also, ich schaue mir nochmal die Uhrzeit an. Ja, immer noch 3 Uhr nachts. Also, was laufen denn hier für Leute rum auf einmal? Okay. Leute, Mythos Nummer 3 ist, ja, das hatten wir schon mal. Also, das ist der verlassene Raum über Starbucks Coffee. Und wichtig sei wohl, dass es montags ist. So, und wir haben ja auch extra Montag jetzt hier. Und dort soll es einen Geist geben, mit dem man dann sprechen kann. Okay. Ne, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Och, Mann. Ja, moin. Warum ist da jetzt ein Geist? Hallo? Wer bist du? Ja? Woher weißt du das? Aber wieso? Wieso hast du auf mich gewartet? Wieso hat sie auf mich gewartet? Das ist viel zu creepy. Ich möchte diese Mythen nicht mehr machen. Okay, ich bin die verlorene Seele. Was ist mit dir passiert? Ich wurde zu lange vergessen. Okay. Muss ich was tun? Ja, klar kann ich dich befreien. Aber was muss ich denn dafür tun? Du musst meine Seelenfragmente finden. Wo finde ich die? Wo finde ich die denn jetzt? Bitte einen Tipp. Bitte nur einen Tipp. Im Horrorhaus. Ja, danke. Da ist aber eine verrückte Frau. Auf der Yacht, okay. Wo noch? Okay, im Horrorhaus. In der zweiten Dimension. Okay, gut. Gut, ich versuche es. Ja, okay. Alles klar. Gut. Okay. Ich passe auf mich auf. Jetzt euch die Seelenfragmente suchen und finden. Leute, wenn ich das machen soll, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Dann mache ich das gerne. Aber das reicht mir für heute auf dem Server. Okay, Leute. Also, ich habe keine Lust. Heute schaffe ich das nicht mehr. Also, falls ich das noch machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare.
Diese Mythen werden immer schlimmer. Also diese Horrormythen, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Aber gut, wenn ich sie machen soll, schreibt es in die Kommentare. Tschüss.